Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich glaube Nummer 16 müsste es sein. In der letzten Folge haben wir Eiktür besiegt und das lief tatsächlich verdammt gut. Und wir haben hier die coole Geweihspitzhacke bekommen, mit der wir jetzt endlich Steine zerkleinern können. Bevor wir das aber machen, beziehungsweise sehe ich noch keinen Grund das zu tun, würde ich ganz gern unsere Werkbank auf Nummer 3 bringen, auf Update Stufe 3. Dafür brauchen wir... Moment, ich bin im falschen Menü. Ich muss doch in den Bauhammer. Dafür brauchen wir irgendein Gerbergestell oder sowas, habe ich gelesen. Oh, wir können schon ein Floß bauen. Müssen wir mal schauen, da haben wir es. 15 Feuerstein und 20 Lederreste. Das ist natürlich nicht ohne. Jetzt lasst uns mal gucken. Ist das Leder? Ja, 20 Lederreste. Hey, cool. Feuerstein müsste man, glaube ich, genügend haben. Ja. Ich trage zu viel. Natürlich. Jetzt haben wir natürlich in der letzten Folge noch gut Stein eingesammelt. Das muss natürlich wieder raus. Ich habe jetzt erst gesehen, dass wir unten links ja dieses Eiktür bereitstehen haben. Ich glaube, das ist das dann mit der Sprintverbesserung. Ist keine dauerhafte Fertigkeit, sondern etwas, was wir einsetzen können. Habe ich erst gesehen, als ich mir die Folge nochmal angeschaut habe. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich es einsetzen kann. Da wollte ich mich eigentlich noch informieren. Und wie es dann immer so ist, habe ich das natürlich nicht gemacht. Naja, wir können generell erstmal überlegen, wie wir das hier mal ein bisschen verschönern, weil so wie es aktuell... Ich habe was gehört. Ja, weil so wie es aktuell hier gerade steht, gefällt es mir halt absolut nicht. Vielleicht machen wir das doch noch mal ein bisschen anders. Frage ist, lassen wir es hier vom Standpunkt her oder bauen wir es woanders hin? Früher oder später, denke ich, werden wir mal... Ich mache euch mal die Fackel an. Ja, kann man jetzt auch nicht sehr viel mehr in die Ferne sehen. Früher oder später würde ich schon ganz gerne hier den ganzen Bereich bebaut haben. Und wir müssen auch unbedingt Zäune bauen. Ich weiß zwar noch nicht genau warum. Wir hatten zwar schon einmal, dass Eiktür seine Kreaturen hier versammelt hat und wir angegriffen wurden. Aber das war jetzt eher nicht so schlimm. Aber ich sehe in sehr vielen Let's Plays und Videos, die ich mir dazu angucke, dass sich alle so einen Zaun drumherum bauen. Und ich denke, es gibt einen Grund dafür. Ich möchte es dann nicht erst herausfinden, wenn es zu spät ist. So, es wird hell. Fackel. Die Fackel wieder aus, bitte. Und dann, was machen wir hiermit? Ja, irgendwie cool dranbauen an das Haus können wir es nicht. Er schreckt mich jedes Mal wieder vor den Schatten, die das Feuer wirft. Also wirklich, nee, so wirklich dranbauen können wir es nicht. Also ich wüsste nicht, wie wir das denn hübsch machen sollten. Naja. Vielleicht lassen wir es doch erstmal so. Ich würde uns dann mal noch eine schönere Feuerstelle, Kochstelle bauen. Können wir ja eventuell einfach hier daneben setzen. Ich überlege noch, ich weiß noch nicht genau. Aber wir machen das auf jeden Fall schöner. Wir bauen jetzt erstmal das Ding. Und ich habe den Bauhammer auf der 7. Ein paar Mal falsche Taste gedrückt, kann halt mal passieren. So, da drüben haben wir den Klotz, das heißt, das könnten wir ja hier so dran stellen. Uhu, neue Ausbaustufe. Oh, wir können jetzt Trollleder endlich verwerten. Sehr gut. Das wusste ich noch nicht, dass das mit Stufe 3 kommt. Lasst uns mal schauen. Trollleder-Tunika. Ich glaube, wir hatten 5 zusammen oder 10. Lass mich mal kurz in die Runen schauen. Ne, 5 hatten wir. Also 1 könnten wir. Können wir ja mal vergleichen. Wir haben aktuell die Lederhosen. Qualität 1, also Rüstung 2, Haltbarkeit 400, also 2-2-400. Trolllederhosen 6-3-500 und macht dich wesentlich hinterhältiger. Schleichen plus 25, ja, es gibt auch noch Spezialfähigkeiten. Das ist natürlich sehr cool. Wir können zwar erst einen Teil bauen, aber ich denke, der nächste Troll wird schon noch kommen. Ich überlege jetzt, ob wir vielleicht einfach so eine offene, wie so ein
Wie nennt man das? Ein offenes Häuschen halt, wie so eine Gartenlaube. Einfach mit Überdachung. Ob wir das hier herzimmern? Na dann vielleicht so für quer? Wäre eventuell eine bessere Idee. Sieht wahrscheinlich etwas hübscher aus. Lasst uns das mal machen. Da müssen wir jetzt natürlich alles wieder wegreißen. Ich will noch mal ganz kurz über die Werkbank schauen. Aber sehr viel mehr hat es uns gar nicht dazugegeben aktuell, außer das ganze Trolllederzeug. Nö, sehr viel mehr war es nicht. Inventar 135 ist okay. Lasst mich das mal kurz auf Reparieren stellen, dass wir nicht die ganze Zeit das doofe Ding hier haben. So, dann bauen wir den Spaß hier einmal ab. Wir könnten eigentlich auch nur das hier unten wegreißen, dann müsste der Rest ja eigentlich einfallen, genau. Spart uns etwas. So, du sammelst das ganze Holz jetzt wieder ein. Bin ich mir halt nicht so ganz sicher mit den Truhen. Ich die jetzt zerstöre, ob die Items auch rauskommen. Werkbank weg. Erforderliche Hand... Ach, na super. Das war dumm. Wir brauchen natürlich die Werkbank, um den Rest wegzubauen. Jetzt bin ich aber auch relativ froh, dass es uns nicht hier die ganze Hütte weggerissen hat. Hätte ja auch passieren können. Können ja nur mit Werkbank bauen. So. Den Klotz weg. Das Gestell weg. War jetzt halt nur ein Hirschfell nur 5. Hat das nur 5 gekostet? Oder haben wir jetzt nicht alles wiederbekommen? Das kostet 20. Und wir haben... Wo ist es denn? Warum sammelt das nicht auf? Wir haben doch noch Platz im Inventar. Hallo? Wegen Gewicht? Lasst uns mal kurz hier was reinpacken. Ach jetzt, okay, doch, Lederreste 20. Oh, mein Herz, ich dachte schon, wir haben jetzt ordentlich Ressourcen verloren. Aber glücklicherweise nicht. Ja, ich weiß, du bist überladen. Was wiegt denn noch viel? Hier 30 Feuersteine bestimmt. Ja, jetzt lasst uns mal überlegen. Wir müssten am besten die Truhen dann wegbauen. Habe ich das Werkzeug? Hier habe ich's. Würde ich sagen, was ging denn noch? Befestigen und Boden erhöhen. Wir machen hier erstmal das Gras weg, dass uns das da nicht ins Häuschen wächst. Muss ja nicht sein. Ist zwar alles ein bisschen krumm und schief, aber können wir später notfalls auch noch erhöhen. Ich würde es schon hier links daneben lassen. Das ist eigentlich ganz okay. Und dann müssen wir jetzt mal überlegen. Wir bräuchten natürlich zuerst wieder Holzpfosten. Lasst mich mal hier, obwohl wir können gleich den großen nehmen. 2 Stück. Reicht das schon oder nehmen wir noch einen dritten? Komme ich jetzt natürlich nicht hoch, ne? Kriege ich von hier auch nicht draufgestellt. Wir bauen uns nochmal schnell eine Leiter hier dran. Einfach so, dass wir hier ein bisschen auf Höhe kommen. Oder 2,5 eventuell. Ah, wir sind zu weit weg. Natürlich doof. Erreichen wir schon 2? Nee, ich glaube, so ein halbes sollten wir auf jeden Fall noch dran machen. Wie kriegt man das jetzt hier oben drauf? Am besten wirklich hier auf die Werkbank. Na komm. Hab dich nicht so. Und dann auf die Ecke. Aber da kommen wir nicht drauf. Ich stelle mich aber auch wieder an. Na gut, dann machen wir es anders. Wir bauen einfach hier. Zack. Und zack hin. Und dann kommen wir halt hoch. Dann haben wir doch so eine Schrägbalken.
Ihr auf jeden Fall, aber ich glaube, die sind mir... Nee, ich möchte ja auch nach oben guckend. Eventuell so. Ist ja nicht schlimm, wenn es jetzt erstmal nicht mega hübsch wird. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Aber so in die Richtung habe ich mir das schon gedacht. Und da oben jetzt einfach Flachdach. Ich hoffe mal, dass wir genug Holz haben, aber sehr wahrscheinlich nicht. Ja, sieht jetzt nicht mega schön aus, aber das war zu erwarten. Aber wahrscheinlich immer noch tausendmal schöner als das davor. Hier dran. Und hier. Dass wir jetzt erstmal nur so eine Überdachung uns hier bauen, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Das wäre mir schon ganz lieb. Das sollte noch halten. Jetzt nicht super mega stabil, aber wir können ja später noch Stützbalken drunter basteln. Wie viel haben wir jetzt? 2 Stück, also hier noch einmal dran. Obwohl, wir müssten ja genügend Holz bekommen haben in dem Moment, wo wir das gerade abgerissen haben. So, jetzt haben wir das. Eventuell noch eins dran. Hält das noch? Nee, ne? Da brauchen wir dann neue Balken. Könnten natürlich vielleicht eine Seite zumachen hinten. Tut mir leid, wenn das hier ein bisschen länger dauert, aber... Ich muss sowas immer erstmal ausprobieren und gucken. Bevor ich mich dann wirklich dazu entscheide, was wir machen. Und das und dann nochmal so ein kleines obendrauf. So, das hat sogar mal geklappt von unten. Oder wir lassen es offen. Könnten es natürlich auch offen lassen. Dass es dann einfach so erstmal dasteht, mit einer Kochstelle hier drunter, dass man von beiden Seiten rankommt. Ja, ich glaube, das finde ich gar nicht so verkehrt. Wir können jetzt natürlich hier nochmal Stützbalken dran. Ist das derselbe, den wir hatten, oder war das... Ich glaube, das war der, ne? Aber der möchte jetzt nicht so schön hier ran wie dort. Was, der? Also es ist teilweise schon ein bisschen kompliziert mit der Bauerei. Aber wir können es jetzt auch erstmal so lassen. Egal. Dann bauen wir dasselbe nochmal hier hin. Gucken, wie weit vor wir müssten. Aber das macht das Spiel halt auch aus. Dass man hier nicht einfach mal so auf die Schnelle was hinzimmert, sondern sich auch ein bisschen Gedanken machen muss. So, ist doch okay. Den Balken setzen wir dann später nochmal ein Stück vor, damit das synchron ist mit dem. Aber so finde ich das erstmal in Ordnung. Dann können wir die wegreißen. Müssen natürlich eine neue bauen. Jetzt bin ich am Überlegen. Was so ans Haus dran ist, doof. Hier könnte man natürlich 1-2 Kochstellen reinmachen. Würde wahrscheinlich besser aussehen. Wenn noch im Haus Platz. Können Sie die vielleicht erstmal hier hinzimmern? Die Mitte? So? Ja, ich glaube, das ist besser. Wie weit geht denn dann unser Kreis? Sieht gut aus. Und dann können wir uns Lagerfeuer. Brauchen wir Stein. Jeweils hier eins hin. Oder 2. Ja, die sind jetzt natürlich so ein bisschen im Boden versunken. Ist nicht das Hübscheste. Für so? Ne, für so, ne? Zack. Boah, kommt ja gleich viel Rauch, ey. Man sieht ja fast nichts mehr. So, ah, jetzt bin ich wieder ins Feuer gerannt. Ich sehe nichts mehr, so.
ja, nicht mega schön. Aber schon besser als vorher. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Haben eine ordentliche Kochstelle hier dran. Können wir mal noch gucken, dass wir uns was Kleines bauen für die Truhen. Und später wird das dann alles noch schön gemacht. Also noch eine kleine Hütte. Die würde ich mir komplett nur mit Truhen ausfüllen. Hier drüben ist halt so verdammt uneben. Und wenn wir das dann fertig haben, schauen wir mal, dass wir uns in den dunklen Wald machen. Oder Dunkelwald. Aber wir müssen natürlich auch mit unserer Einrichtung hier ein bisschen vorankommen. Ist ja schließlich auch Sinn und Zweck des Spiels, dass wir hier am Ende ein großes Reich stehen haben. Wir brauchen nochmal die Geweihspitzhacke. Wir könnten uns auch gleich mal noch ausruhen gehen. Ach, komm her. Hast du mich vermisst? Komm nochmal. Und zack. Das war jetzt wieder normaler. Die anderen, die da rumgeworfen haben, ich habe den Namen gerade vergessen. Die haben wir seitdem auch nicht nochmal gesehen. Auch aber lange. Also können wir die wenigsten hier vom Grundstück entfernen. Und einer noch, ich sag's euch. Jetzt. Ja, ich hab's gewusst. Könnt ihr jetzt natürlich hier gucken. Wir können ja auch Boden anheben. Ja, so können wir das doch besser begradigen. Hätte ich auch vorher mal drauf kommen können, aber so wird das schöner. Zumindest ebener. Ja, es war vielleicht ein bisschen viel Grad. Aber das ist schon besser so. Gut, dann lasst uns hier mal noch eine ganz kleine Hütte hinzimmern. Dauert auch nicht allzu lang, ich verspreche es. Wo wir wirklich komplett Lagerraum draus machen. Weiß nicht, ob wir das jetzt so verlängst, dass der Eingang denn hier ist. Oder auch daneben. Also gleiche Richtung wie Häuschen. Bin mir noch unsicher. Es soll auf jeden Fall jetzt nicht riesig groß werden. Ich stehe im Weg. So, 3 breit, reicht mir das? Dann könnten wir 3 Truhen nebeneinander. Ja, wir machen das erstmal so. Vergrößern können wir später immer noch. Jetzt passt das hier natürlich wieder vorne und hinten nicht mit den Dingern. Das ist ein bisschen doof. Dann hoffentlich so. Und so. Ah, der letzte nicht ganz. Okay. Ich geb's zu. War doof. 2. 3. Haben wir kein Holz mehr? Mist. Ist mir das zu nah an der Hütte dran? Nö, ne? Ist okay. Lasst uns mal kurz schauen, ob wir hier noch Holz gebunkert haben. Natürlich nicht. Dann müssen wir doch nochmal schnell ein bisschen Holz hacken gehen. Aber das ist ja kein Problem. Ein Hirsch. Wo hab ich den Bogen? Da ist er. Weiß nicht, ob ich die Feuerpfeile noch... Ah, es leckt. Ah, es hat geklappt. War das jetzt Feuerpfeil? Nee, ich glaube normaler. Wenn der uns hier natürlich so vor die Nase rennt, dann müssen wir uns den auch greifen. Aber es geht ja zum Glück relativ schnell mit dem Holzsammeln. Da finde ich, ist es teilweise gar nicht so langweilig wie in anderen Survival Games. Wo man dann halt erstmal eine Stunde lang unterwegs sein muss.
kann übrigens auch, oh, wir haben den Domino-Effekt wieder angewendet. Diese kleinen Holzstumpen, Klumpen, die hier noch rumliegen. Die hier, die kann man auch kaputt machen, wenn die nicht gefallen. Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ein bisschen Holz sollte auch noch rausspringen bei, ne? Zwei Stück. Und da ist es weggeflogen. Ach. Und ihn kriegen wir natürlich auch noch. Ich glaube, das sollte schon reichen. Und wenn nicht, dann gehen wir halt nochmal. Die Sonne ballert wieder ohne Ende. Und wir haben leider schon wieder ein Folgenende erreicht. Ist nicht allzu viel passiert, es tut mir wirklich sehr leid, aber manchmal muss man sich halt auch in Ruhe Gedanken machen. Hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht damit, aber es ist erstmal eine kleine Überdachung. Vielleicht mache ich doch jeweils nur ein Lagerfeuer pro Dings. Ja, mit der Qualmentwicklung, Rauchentwicklung ist natürlich schon allerhand. Weiß nicht, ob mir das auf Dauer so gut gefällt. Naja, mal gucken. Nächste Folge machen wir dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.